So, einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der Astrologie und im Speziellen der Astropolarity-Lehre. Begrüße euch auf unserem kostenlos zu abonnierenden Astro-Vitales-Kanal und möchte zum Thema NATO, was ja in den jetzigen Monaten, eigentlich sogar letzten 2 Jahren mindestens, ganz wichtig geworden ist, etwas sagen. Und bevor ich das tue, möchte ich mal auch natürlich in Zusammenhang mit dem, was ich dann zu sagen habe, 2 Zitate euch vorlesen, die meiner Ansicht nach sehr wohl etwas mit dem entsprechenden Thema zu tun haben. Das erste Zitat ist von Plato und lautet: Wer zu klug ist, sich mit Politik zu beschäftigen, wird dadurch bestraft, dass er von Leuten regiert wird, die dummer sind als er selbst. Und das zweite Zitat stammt von Frank Zappa, Musiker. Politik ist die Unterhaltungsabteilung der Rüstungsindustrie. Ja, was hat das mit der NATO zu tun? Nun, NATO, ein, ich muss leider sagen, sogenanntes Verteidigungsbündnis, was ja nach dem Zweiten Weltkrieg auf Bestreben der USA als Bollwerk gegen die böse, böse Sowjetunion, damals war das noch die Sowjetunion, gegründet wurde. Und im Laufe der Zeit wurde aber natürlich immer beteuert, aber es kam da zu einem, wenn man so will, Vertragsbruch, dass die NATO sich nicht gen Osten erweitern wird, was sie aber natürlich durch ganz viele entsprechende Anliegen, zum Beispiel auch von Obama, der dann irgendwann damit kam, dass also die Ukraine auch in die NATO solle, dass also man eigentlich gesagt hat, nein, wir erweitern uns nicht nach Osten und nicht also sozusagen der damaligen Sowjetunion, der entsprechenden Machthabern, ein Argument zu liefern, selber sozusagen aggressiv vorzugehen. Aber dieses Stichwort Aggression möchte ich jetzt mal ganz klar und deutlich ins Spiel bringen, denn wenn die NATO sich als ein Verteidigungsbündnis versteht, also zumindest offiziell, dann gucke ich doch mal astrologisch, ob das auch inhaltlich, also nicht nur formell, offiziell, sondern auch inhaltlich stimmt. Die klare Antwort ist nein. Ich blende das Geburtsbild ein, das Gründungsgeburtsbild der NATO. Und da ist also Folgendes zu sehen. Wir sehen eine sehr starke Widderbetonung. Sonne, Merkur, Venus und Mars, alle in Konjunktion im Widder. Und diese 4 Planeten, also diese Widderbetonung, hat schlicht und einfach etwas mit Aggression und überhaupt nichts mit Verteidigung zu tun. Verteidigung im Tierkreis ist das Stierprinzip, was als Antwort auf den, ich nenne es jetzt mal Revierverletzer Widder, also auf den Aggressor im Tierkreis entsteht. Aber hier haben wir überhaupt kein bisschen was mit dem Stier zu tun. Die Venus, die wir hier haben, steht selber auch im Widder in Konjunktion mit Mars, also brauchen wir gar nicht reden. So, und das noch Entscheidendere dabei ist, dass da eine sehr exakte Konjunktion am Tag der Gründung, Opposition, Entschuldigung, zum Neptun bestand. Und das bedeutet für mich, dass diese Aggression, wenn man das jetzt psychologisch auf den Menschen übertragen würde, ganz massiv verdrängt ist oder eben halt, wenn das eine Organisation ist, auch mehr oder weniger geheim gehalten wird. Sie wird versteckt. Sie wird nicht offiziell, formell gezeigt. Damit ist schon so gut wie alles gesagt. Die NATO ist ein Angriffsbündnis und kein Verteidigungsbündnis. So sagt das Geburtsbild das sehr, sehr deutlich. Und es ist auch interessant, dass die Sonne, die ja immer für die Verwirklichung von etwas steht, also auch von einer Firma oder von einem Bündnis, dass diese Sonne im Widder, die eine Konjunktion auch noch zum Mars hat, im großen Pyramidenrhythmus, das ist eine prognostische Methode in der Astropolarity-Lehre, könnt ihr auch alles in unseren Lehrgängen lernen,
astrovitalis.de, könnt ihr nachschauen, dass diese Sonne in Konjunktion mit Mars im Februar 2022, also als der Ukraine-Krieg begann, im sogenannten großen Pyramidenrhythmus ausgelöst wurde. Der große Pyramidenrhythmus hat eine inhaltliche Bedeutung, und zwar im Sinne einer: So, nun mach mal, bring mal eine Lösung, zeig mal, was real ist. Sonne-Mars-Konjunktion im Widder wird ausgelöst. So, mehr ist dazu nicht zu sagen. Der Hauptgrund meines Anliegens hier für dieses Video war, um aus astrologischer Sicht klar und deutlich zu sagen, die NATO ist ein Angriffsbündnis und kein Verteidigungsbündnis. Ja, natürlich kann ich euch jetzt einen schönen Tag wünschen, aber ob es so wirklich schön wird, wenn man also solche Dinge hört, und die NATO ist ja nun etwas, ein Gebilde, was im Moment eine weltpolitisch extreme Bedeutung bekommt, im Hintergrund die USA natürlich, wie immer. Und insofern, ja, kann man auch nur da wiederum das Beste hoffen. Ich danke euch. Bis bald.